Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Black Flag. Wir machen heute weiter. Ja, Hauptmission war. Anders bringt es jetzt erstmal nicht. Wir müssen ein bisschen verdienen. Weil ich würde gern zwar dieses Fort hier einnehmen, was hier unten sich befindet, in der Wasser. Aber. Ich sag gerade, nö, ist nicht. Ergo, machen wir heute was anderes, nämlich hier weiter. Und dafür reisen wir nach Kontoria. Ja, aber damit bringt das nicht. Ich brauche dringend Material und das haben wir nicht. So, jetzt gehen wir kurz mal eben. Wir haben jetzt ein bisschen geupgradet in der letzten Folge noch. Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Wir lassen uns gerade mal aus der Nummer jetzt raus. Ich sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Rumzucker, schwere Kugel, Mörsergeschoss. Das ist eine 20er-Brücke, das ist eine Elverschoner. Was kriegen wir? Oder lassen wir uns gerade mal ein bisschen außerhalb? Aurora? Metall! Wir machen Metall. Wir machen, greifen mal an. Ja, merken Sie! Die Wasserstelle ist umgeschätzt! Schieß! Feuer! Bereit zu schießen, Captain! Verdammt, bist du verrückt? Feuer! Feuer! Sie will uns haben! Nein! Feuer! Machen Sie verwundbar, Captain! Ich sehe noch rein. Daneben! Achtung, Einschlag! Wir brauchen Zeit und eine Linie nach Feuer! Feuer! Sie feuern, Sir! Schlag eingesteckt, Captain! Feuer! Ja! Gegner feuert! Konzentrier dich aufs Ruder! Feuer! Nur Zeit und noch Feuer! Feuer! Sie feuern! Ein Treffer und wir liegen bei Davy, Kanone! Feuer! Leidet! Zu viel Schaden! Gegner feuert! Feuer! Ja, es hat sich natürlich voll gelohnt, da nochmal rein zu reinmarschieren, weil wir natürlich nichts machen können. Mann, geht das schon wieder gut los hier. Ich sollte mich das Ding irgendwie raushalten, mit dem ich keine Ahnung habe oder beziehungsweise verliebt. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist das für uns? Oder ist das Gegner oder feindlich? Ist das ein gegnerisches Vor oder ist das ein. Das ist unser Fort. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Können wir die angreifen? Wenn wir Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Ja, theoretisch würde ich sagen, fass das vor ans. Das Fort da oben. Von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Setzt alle Segel! So, ja, super. Ich wollte eigentlich das Schiff da holen. No. Die Schiffe erobern, hätte ich jetzt natürlich gesagt, komm, scheiß drauf, wir gehen auf die Dings, hol die auf dem Vor, hol die zum Vor und fahren dann an. Das ist die? Ja, ne? Das ist der Brick. Kapital. Kapital an Bord ist Brick. Ist das die? Was ist das? Was ist das anderes? Ihr habt alle genug Material an Bord, also theoretisch würde es lohnen. Feuer! Greif, fahrt drauf! Bereit zu feuern, Sir! Uns in Stücke. Ja, ich gehe mal kurz wieder raus. Also, Alter. Feuer! Am Ziel vorbei! Keine Gegner für uns. Bereit zu feuern, Captain! Feindliches Feuer! Feuer! Lasst uns versenken, Kenway! Feuer!
Kaliber, ja, aber die Reichweite Feuer! Ist haben Schaden genommen! Vorsicht, Captain! Feuer! Auf den Grund! Feuer! Erwarten Befehle! Feuer! Kanone bereit! Feuer! Lass sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Wir können auf! Feuer! Konzentrier dich auf den Boden! Wir haben ein Verband eingebüßt, aber es hält noch! Daneben! Feuer! Da hinten! Eine Salve genau da rein! Feuer! Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Matrosen bereit zu entern, Sir! So. Alle außer Großbergen! Holt die Schoten dicht! Beeilung! So, dann greifen wir sie mal an. Beziehungsweise. Eigentlich war was anderes geplant heute. Aber machen wir wieder eine Seeschlacht. Nur gut. Ich krafte nämlich mir jetzt erstmal. Weil ich das Material, was die da an Bord haben. Kraftet die Hauptsegel! Hauptsegel setzen zum Wind, Jungs! Enterhaken los! Ran an die Beute! So, fährst du drauf? Ich mach das schon per Dings. Tschüss. Keine Sorge, ich mach das schon noch. Ich mach das schon noch. Die kriegen wir noch, die drei. Das Schiffi. Nee, es bringt jetzt nichts, also ich muss jetzt kurz warten, bis ich mich hochgeladen habe, weil jetzt bringt jetzt echt nichts. Ich da ran, wenn wir aus der Seite Entfernung gehen, ne? Thank you.
So, Nummer 9. Und Nummer 10. Und damit haben wir sie. Etwas anders, aber etwas unkonventionell, aber wir haben es trotzdem hingekriegt. So. Passt, passt, passt. Nehmen wir erstmal die Jackdaw. So, dann haben wir das auch. Alle an Bord. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Ja, ja, das war jetzt eigentlich der Gedanke dahinter. Warum ich es hinkriege, das ist die große Frage. Starf. Und das, was bringt. Also, das bringt jetzt wahrscheinlich schon was. So, gucken wir mal. Rumpfausbau. Wir brauchen immer noch. Holz, 27. Wir brauchen immer noch Holz, und zwar 30 Holz ungefähr. Captain ist am Ruder. Du hast Holz an Bord. Argo, kriegst du jetzt auf die Fresse. Komm schon, trefft die Bastarde! Bereit zu feiern! Segel setzen! Bewegung! Feuer! Das bist du verrückt! So gut wie fertig! Bereit zu feuern! Feuer! Feuer! Kanone bereit! Moinsen! Dran, Sir! Lass sie uns nicht... Feuer! Feuer! Sie verwundbar, Captain! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ja, ein guter Treffer könnten sie laden! Feuer! Laden noch nach! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Feuer! Feuer! Captain, weg von den Felsen! Feuer! Da, nur ein gut platzierter Schuss! Feuer! Jawohl! Alle Segel, Bewegung! Lehnsegel raus! Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Wenn die Wanden alle Segel reffen, zieht sie ran mit aller Kraft! Da, fertigen wir also mal kurz abheben, die Kohle, gute. Erwischt. Und damit haben wir sie. Deine Beute. Und damit können wir wahrscheinlich unser Schiff ausbauen, endlich. Mein Fresse. Es hat nicht mehr gedauert, aber es hat funktioniert. Wir reparieren unser Schiff. Und jetzt hoffe ich, dass ich sie mal ausbauen kann. Bye, bye. Hoppst du nicht? Bin dann fertig. Jedenfalls haben wir sie. So, jetzt gucken wir mal gerade, ob wir das letzte Schiff uns... Ja, aber jetzt unser Upgrade machen können. Ob sich das ein bisschen was ändert dazu. Kaufen. Jackdaw Upgrades. Oh, endlich. Jawohl. So, damit ist das Schiff hoch. Wir brauchen jetzt 15.000 Real, 500 bzw. 200, also 500 Holz, 200 total.
Und dann hätten wir sie. Gut. Ja. So, jetzt haben wir unser Schiff nochmal verstärkt. Die Frage ist, wie weit wird sich das jetzt ändern? Gegenüber den zum Beispiel den Force. Ob die jetzt von schwer auf dann auf Dings gehen? Also wir haben jetzt tatsächlich, wir haben jetzt mehr Feuerkraft, also mehr Dings. Haben wir 400 Feuer gehabt oder haben wir 800, 600? Komm, wir haben jetzt das Doppelte, ne? So. Gucken wir mal gerade, was die Karte sagt. Bevor wir hier Feierabend vorhin machen würde. Charlotte ist immer noch schwer. Gut. Aber dass wir halten ein bisschen, wir halten jetzt mehr aus. Das ist der Vorteil. So, Edward. Gut. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Hauptmission da unten. Wenn nichts weiter jetzt Dramatisches dazwischen kommt und ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag.